auf dem wieder alle überlegen, wie sie 18 Jahre nach dem unverbindlichen Kyoto-Protokoll wieder irgendwas so interpretieren können, damit eine Absichtserklärung dazu führt, sich nächstes Jahr wieder für viel Geld irgendwo auf der Welt zu einer unverbindlichen Nachfolgekonferenz zu treffen. Ich sollte mal auf eine dieser Inseln in der Südsee die absaufen langsam. Dann würden sie vielleicht sagen, oh, jetzt müssen wir langsam mal, weil nächstes Jahr stehen wir bis zum Rumpf im Wasser. Dann die Protztreffen immer im Januar, für die Wichtigen und Mächtigen im Schnee von Davos. Ein Fest für jeden Staatsanwalt. Ich hab mir gedacht, komisch, es hat im Winter immer so viele Lawinenabgänge, ne? Dass sie sich nicht einmal ein wirklich lohnendes Ziel aussuchen können. Wobei in diesem Jahr... In diesem Jahr hat der Gründer des Forums Erstaunliches von sich gegeben, also der Kapitalismus in seiner jetzigen Form passt nicht länger zu unserer Welt. Oh, da wurde es frostig im Saal. Da musste die Kanzlerin die Situation retten. Hat gesagt, man muss die Welt eben zum Kapitalismus passen. Ich meine, Sie arbeiten ja dran, ne? Seit 4 Jahren. Auch da, same procedure as every year. Erst Finanzkrise, dann Bankenkrise, dann Wirtschaftskrise, dann Staatsschuldenkrise, dann Eurokrise, jetzt Euro-Haushaltskrise. Irgendwann gehen denen die Begriffe aus. Und sie müssen das Kind beim Namen nennen, ne? Kapitalismuskrise. Und deshalb brauchen wir den Boulevard mit wesentlichen Themen, die von allem ablenken, was uns wirklich interessieren könnte. Die uns gar nicht dazu bringen, uns mit dem, was uns aufregt, zu beschäftigen. Wir müssen dumpf sediert werden. Guck, das hast du gelesen. Sonst könnt ihr womöglich auch bei uns mal irgendwo Aufstände und Revolution. Davor haben sie ja alle Angst. Nein, nicht vor einer Revolution von links oder rechts. Das kriegt man in den Griff. Aber dass vielleicht die Mitte mal den Arsch hochkriegt irgendwann. Und aufsteht. Da sagen alle, ha. Da und deshalb braucht man ab und an so Bauernopfer wie den Wulf, unsere Trottellumme aus Schloss Bellevue. Aber ich war ja noch beim großen Ganzen. Also bei der Krise und beim Euro und bei Europa. Komisch, ne? Früher waren bei uns die Politiker am beliebtesten, die uns im Ausland gut repräsentiert hatten. Ist vorbei. Seit unsere Kanzlerin seit diesem Jahr sind wir im Ausland, also im Südlichen besonders, so beliebt wie vor 70 Jahren. Sie, die unser Ansehen in Europa auf den Nullpunkt gefroren hat, die gute Patin von Europa, wie man sie Anfang des Jahres noch bezeichnet hat. Ein Glück, habe ich da schon gesagt, dass Marlon Brando das nicht mehr erleben muss. Der hätte als Don Corleone im Patenteil 1 nur gesagt, wenn Sie so weitermachen. Dann schläft sie bei den Fischen. Unsere Schutzpatronin der Finanzmärkte, ne? Dass niemals einer auf die Idee kommt und sagt, was Finanzmärkte eigentlich sind. Banken, weiter gar nichts. Die einzigen, die von der Krise profitieren. Griechischen Rentnern werden die Renten um 40% gekürzt, die Löhne in Spanien werden um 40% gekürzt. Das nennt sich dann Hausaufgaben machen. Aber die europäischen Banken leihen sich für 1% ihr Geld von der EZB, die von uns finanziert wird, für 3 Jahre. 1%, gut, da hat der Wulf, noch gelacht. Ich hab's für 0,9% bekommen. Und dann... Und dann kaufen die Banken mit dem von uns finanzierten billigen Geld, ne, kaufen die hochverzinste Staatsanleihen, machen einen sauberen Schnitt. Ansonsten passiert nichts. Massenarbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit, keine Perspektiven, aber als Trost immer, wir haben ein klares Signal an die Finanzmärkte geschickt. Statt dass man dieses Signal mal auf Rot stellt. Der Christian Anders schon gewusst, es fährt ein Zug nach nirgendwo. Und keiner stellt von Grün auf Rot das Licht. Anfang des Jahres hatten wir, haben ja 2012, haben wir ja ein Jubiläum nach dem anderen gehabt. Das jubiläenreichste Jahr in der Geschichte war 2012. Anfang des Jahres ging es los, 10 Jahre Euro. Oh ja, gedacht, wurde gar nicht gefeiert, ne? Vor 10 Jahren wurden vorher noch die Statterkits ausgegeben und jeder sagt, will ich haben, will ich haben. Aber jetzt, normalerweise, tolle Reden. Und wenn so ein paar Schokoladentaler an die Kinder verteilt, der Weichheit der Währung auch angemessen. Nix.
Weil alle wissen, was man nach 10 Jahren Euro hat. Die Nettogehälter sind gleich geblieben, aber die Preise haben sich verdoppelt. Also für Waren des täglichen Bedarfs. Flachbildschirme kriegst du seit ein paar Jahren nachgeschmissen. Da ist der Deutsche zufrieden. Sagt, guck, Mutti, wir haben jetzt einen Fernseher im Bad, einen in der Küche und einen im Schlafzimmer. Da können wir jetzt immer gucken, wie billig damals Banane, Butter und Heizöl waren. Solange sie sich den Strom halt noch leisten können, ne? Aber ich weiß, nein, die Deutschen bleiben ruhig seitdem. Oder die Bilder haben sich ein bisschen verstärkt in diesem Jahr. Oder suchen in den Innenstädten, in Mülleimern, nach Pfandflaschen. Mehr passiert nichts. So, kein Wunder, dass unsere Kanzlerin da immer so gelassen bleibt. Ein Land, das so ruhig bleibt, das kann ein Land regieren, das kann jeder Hydrant. Aber der Rest von Europa soll jetzt ja genauso werden wie wir, sagt die Kanzlerin. Ich weiß nicht, wenn alle so werden wie wir, wo sollen wir dann noch in Urlaub hin? Da fehlt ja jeder Anreiz. So produktiv werden wie wir sollen sie auch. Was sollen die Griechen denn machen? Autos bauen? Den Tzatziki TS? Es wäre aber der Renner. Unsere Waren kaufen und dabei sparen und sparen. Sparen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Wie sie... Nee, da hat mein lieber Freund und Kollege Erwin Pelzig mal gesagt, da kannst du einem Bauer auch sagen, stell deine Kuh auf ein Stück Asphalt und wenn sie wieder Milch gibt, gibt's auch wieder Gras. Es ist doch alles Banane. Es ist alles Gaga. Natürlich. Klar, sagt der Rest von Europa, von dem Sparen verlangt wird. Warum sollen wir das Gegenteil von dem machen, wozu die Deutschen nicht mal mit dem Schwatzen und dem Fingernagel dazu bereit sind? Sparen immer. Wir nehmen nicht mehr ganz so viel neue Schulden auf. Sollten wir am Jahresende auch mal machen. Hä? Dispo wieder hoffnungslos überzogen, zur Bank gehen und sagen, ich hab wieder ganz schön neu geknallt. Ne? Mach ich nächstes Jahr wieder, aber nicht mehr ganz so viel. Und da wird jeder Sparkassenfiliale sagen, ja gern. Minus mal Minus gibt Plus. Es ist 7 Jahre Angela Merkel. 7 Jahre Aufschwung auf Pump. Oder wenn man ihr sagen würde, auf Pumps. Mit Abwrackprämien und Konjunkturprogrammen. Unter ihr ist unsere Staatsverschuldung von 1,5 Billionen auf deutlich über 2 Billionen angestiegen. Dagegen ist jeder Rettungsschirm ein Knirps. Aber die anderen müssen sparen. Ne? Das ist genauso, du fährst auf der Autobahn, siehst vor dir im Auto telefoniert einer, rufst die Polizei und sagst, da vorne telefoniert einer. Das ist doch Quatsch. Schuldenabbau. Es wundert mich, dass sie das nicht auch noch zur Chefsache erklärt hat. Weil das macht sie ja immer gern. Alles, was schief geht, erklärt sie ja vorher zur Chefsache. Bildung, Klima, CO2-Ausstoß, Umwelt, Integration, Europa, Opel-Rettung, ne, Hochtief, ganz interessant. Hochtief wird ja jetzt, ist ja übernommen worden von diesem spanischen Baukonzern ACS. Und die haben jetzt keine Kohle mehr, ne, weil halt Spanien. Und dann sagen die, okay, also 10.000 Arbeitsplätze in Deutschland und das Filetstück, das müssen wir schon mal einsacken, was mit den anderen 70.000 ist. Irgendwo auf der Welt ist uns erstmal egal, erstmal da, wo Kohle zu holen ist. Komisch, vor 2 Jahren, im Oktober, hat die Kanzlerin die Nichtübernahme von Hochtief noch zur Chefsache erklärt. Da wollte sie den Schröder und mit dem Holzmann machen. Und hat gesagt, es kann nicht sein, dass wir hier, das sind wichtige Arbeitsplätze in Deutschland. Und dann wollte sie das Wettbewerbsrecht ändern. Also, dass wenn da gesagt wird, okay, wir zahlen so und so viel für die Aktien und dann übernehmen wir euch, da wollte sie den Anteil erhöhen, um das uninteressant zu machen. Haben alle schon gesagt, toll, wie die Frau kämpft. 14 Tage später wurde es von ihrem Pressesprecher schon dementiert und hat gesagt, ja, der Übernahme durch ACS steht nichts mehr im Wege. Ich sagte, was ist denn da wieder passiert? Da kam ihr alter Kumpel, der war damals noch Chef der Deutschen Bank, der Josef Ackermann. Der Josef, hä? Mit dem hatte ja die Deutsche Bank einen guten Griff gemacht. Weil der Josef, das ist immer so, wenn der was sagt, das klingt immer so harmlos. Na, als der gesagt hat, auch in der Krise, auch da, hat er gesagt, muss die Rendite der Deutschen Bank mindestens 25% betragen. Wir haben in der Schule schon gelernt, wenn jemand irgendwo 25% mehr hat von dem, was ihm zusteht, dann muss es irgendwo auf der Welt einen geben, dem ein Viertel fehlt.
Aber wenn. Aber. Aber wenn der Josef sowas sagt, dann sagen alle, ja, das war der Josef. Das ist der Josef, das ist Fondue. Ne? Und dann. Und der kam zu seiner, also sie waren ja mal eng befreundet, Kanzlerin und er. Sie hat ja ihm auf unsere Kosten auch seinen 60. Geburtstag im Kanzleramt ausgerichtet. Danach ihm noch ein paar Milliarden für die Irland-Bankenpleite noch gegeben. Da haben viele schon gemutmaßt, hat sie sich in dieser Nacht über den Tisch ziehen lassen. Das hat der Josef aber gleich dementiert. Der hat gesagt, nein, nein, die ist ganz freiwillig drüber gerutscht. Und vor 2 Jahren... Und vor 2 Jahren, da hat er gesagt, das ist jetzt eine ganz blöde Idee mit dem Wettbewerbsrecht ändern und so. Weil das ist dumm, wir wollen gerade die Postbank übernehmen. Da würde uns das 3,5 Milliarden kosten, das wollen wir aber nicht haben. Und dann kam noch Frau Schäffler an, die gerade Continental übernehmen wollte, obwohl sie kurz vorher angeblich vor der Insolvenz stand. Und hat gesagt, das kostet uns dann ja auch 1,8 Milliarden, wo soll ich dann mit meinen Pelzmänteln hin? Und da hat die Kanzlerin gesagt, naja, also gut, dann... War eine blöde Idee. Na, dann war das weg. Aber man darf ja nichts gegen sie sagen. Das ist, habe ich gemerkt, war neulich in meiner Stammkneipe in Aschaffenburg, in Ascheberg, im Schlappeseppel. Na, und da kam, irgendwann haben wir so Bier getrunken, und da kam so Frau und hat gesagt, oh, das ist ja aber schön, dass Sie mal in Esch trifft. Ich kenne Sie ja nur aus der Anstalt. Hätte sie Autogramm? Und ich gesagt, nee, habe ich nicht dabei. Bierdeckel dann draufgeschrieben. Und dann ging sie wieder und dann kam sie wieder. Und dann wusste ich schon, es kommt was. Und dann hat sie gesagt, ich muss jetzt aber eins, muss ich Ihnen doch noch einmal da. Also eine Kritik muss ich loswerden. Das muss ich also schon Ihnen da. Also wie Sie immer unsere Kanzlerin, ne, die Frau Merkel, das ist nicht in Ordnung. Es ist doch eine Frau. Und da habe ich gesagt, seit ich in dem Beruf bin, habe ich noch nie, wenn ein Politiker irgendwo was Krummes, habe ich noch nie gesagt, naja, ist halt ein Mann. Und dann ging sie wieder. Dann habe ich gesagt, wir sehen uns noch. Und dann kam sie, hat ihren Mantel geholt, dann war ihr Mann dabei. Und da habe ich gesagt, Moment mal, stopp, Augenblick. Wir machen jetzt mal was aus. Wenn wir uns das nächste Mal hier treffen, dann haben Sie bitte eine Liste dabei. Und da drauf steht, was unsere Kanzlerin in 7 Jahren alles für die Gesellschaft, für die Sozialschwachen, für Europa, für die Welt, für die Umwelt gemacht hat. Und da stand nebendran ihr Mann. Und der hat gesagt, da bringt ihr leeres Blatt Papier mit. Ehrlich. Kein Witz. Es hat mich so ein bisschen an die alten Folgen von Dalli Dalli erinnert, wenn da immer gefragt wurde, was hat die deutsche Kanzlerin an Positivem bewirkt? 15 Sekunden Zeit. Dalli Dalli. Und dann irgendwann dann so, hätte dann die Jurorin gesagt, das Nichts hatten wir doppelt, das müssen wir abziehen. Es ist alles klar. Aber alle... Alle bewundern sie, welch tolles Arbeitspensum diese Frau abwickelt. Gut, im Abwickeln kennt die sich aus. Ne, erst die DDR, jetzt Griechenland, dann Europa. Ganz am Ende sind wir dran. Aber die Deutschen bleiben ruhig, weil wir in diesem Jahr unseren Wunschpräsidenten bekommen haben. Wie der in sein Amt geschubst wurde, ein Heroenstück der FDP, haben alle geschrieben. Philipp Rösler, wieder ein abgekartetes Überbandespiel mit der Bild-Zeitung. Wie tapfer sich Rösler da gegen die Kanzlerin durchgesetzt hatte. Netter Versuch. Ihr ging das völlig vorbei am Dings. Ne? Die hat nur gesagt, mir doch egal, wer unter mir Präsident wird. Aber Rösler, er und seine Klientelpartei, die seit Jahren als Putzerfisch im Sog des trägen Union-Wahls mitschwimmen dürfen. Und vom Lebertran des konservativen Mutterschiffs künstlich am Leben gehalten werden. Die wurden auf einmal hochgejatzt, die FDP als Bürgerpräsidentenpartei. Hat er sich gesonnt im Glanz der Springerpresse. Röslers mutiger Kraftakt. Da haben sie nach oben geschrieben, ne? Ihr habt mir's gemerkt, wir sind dabei, wenn jemand im Aufzug nach oben fährt. Dann sind wir auch dabei, wenn es wieder nach unten geht. Wobei Rösler und Aufzug, das für den wäre Rolltreppe noch zu hoch. Ne, bei dem habe ich immer so, wenn der an der Hotelrezeption eincheckt, denkt, da muss immer noch der Kinderschemel hingestellt werden. Für unsere kleinen Gäste. Ne, dieser Präsidentenschacher mit Joachim Gauck, es passt ja.
Ne, weil